Ich freue mich, Ihnen das Autorenteam dieses E-Learning-Programms vorstellen zu dürfen. Frau Professor Solzbacher, Frau Welzin und Frau Esser. Sie drei wollen uns einen kurzen Überblick geben und Einblick in das neue und ich kann an dieser Stelle schon sagen, innovative, wirklich innovative E-Learning-Programm Bildungsbewegung von Kindern beobachten und begleiten. Frau Professor Solzbacher, Sie sind Leiterin der Forschungsstelle Begabungsförderung des Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung und Schulpädagogen an der Uni Osnabrück. Wie kam es überhaupt dazu, dass sich das NIFBE zunächst für eine solche Qualifizierungsmaßnahme und dann doch für dieses spezielle Medium E-Learning entschieden hat? In vielen Befragungen von Lehrkräften und Erzieherinnen, aber auch in direkten Anfragen, Interessenten an unserer Forschungsstelle, haben wir festgestellt, dass es viel Nachholbedarf in Fragen der Begabungsförderung gibt. Ich bringe ein Beispiel. Das fängt schon an bei der Thematik Begabungsförderung oder Begabtenförderung. Ist das ein Unterschied? Beide Begriffe geistern ja im Moment durch die Medien, auch durch die wissenschaftliche Landschaft. Begabungsförderung ist für uns der breitere Begriff. Hier geht es nämlich darum, dass Begabungen sich im Laufe des Lebens dynamisch entwickeln. Alle Kinder haben Begabungen. Es gilt, die zu diagnostizieren und zu fördern. Und uns ist es wichtig, dass man einen Einblick da rein bekommt, wie man diagnostizieren und fördern kann. Begabtenförderung betrifft dann eher die Hochbegabten, die ein Spezialgebiet aus dem Bereich der Begabungsförderung sind. Das war eigentlich unser Interesse, hier mal eine gewisse Systematik reinzubringen und vor allen Dingen Forschungsergebnisse zu verbinden mit der Praxis. Das ist ja die Aufgabe des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Wir wollen den Transfer von der Forschung in die Praxis, aber auch umgekehrt. Das heißt, wir haben uns bemüht, mit dem E-Learning-Programm didaktisch so interessant wie möglich zu sein, um abstrakte wissenschaftliche Gegenstände deutlich zu machen. Das machen wir zum Beispiel mit Hilfe von Videos, Interviews mit Wissenschaftlern, die wir führen. Wir haben Verlinkungen zu, wie wir finden, interessanten Forschungstexten. Wir geben uns aber natürlich auch Mühe, das manchmal sperrige Forschungsgut so aufzuarbeiten, dass es interessant ist und immer an die Praxis anknüpft. Wenn ich sage Transfer, dann meine ich aber auch, dass wir versuchen, das viele Wissen der Praktikerinnen zu heben. Das machen wir, indem wir auch in die Praxis gegangen sind und auch dort Interviews gemacht haben mit Praktikerinnen, die in innovativen Bereichen arbeiten. Und meine beiden Kolleginnen und Mitautorinnen kommen ja beide aus der Praxis als Grundschullehrkräfte und Leiterin eines Familienzentrums. So bemühen wir uns also, diesen Transfer von Forschung und Wissenschaft gut hinzukriegen. Wir glauben aber auch, dass man anknüpfen muss an dem schon professionellen Wissen unserer User, wie es hier so schön neudeutsch heißt. Unser Programm ist so aufgebaut, dass sie in den Themen springen können oder besser gesagt sich die Themen aussuchen können, wie sie brauchen. Wenn Sie als User viel Ahnung haben von Organisationen und Sie vielleicht der Dialog mehr interessiert oder Förderinstrumente, dann ist unser Programm so flexibel aufgebaut, dass Sie es nicht chronologisch durchlaufen müssen, sondern tatsächlich in einzelne Gebiete springen können. Und Sie haben ja darüber hinaus ein eigenes Modell, das sogenannte BEP-Modell, entwickelt, das einem gut überlegten Aufbau folgt, nämlich eine Art Ring- bzw. Spiralmodell. Nun gibt es ja zu Genüge Modelle, vor allem Ringmodelle in der Begabungsförderung. Was ist an Ihrem neu? Was ist das Besondere, Frau Welzin? Sie sind Leiterin eines großen Familienzentrums und Mehrgenerationenhauses. Ich glaube, wir haben mit diesem Modell das erste Mal die Inhalte wirklich konsequent für alle Beteiligten gedacht. Natürlich für das Kind, aber auch für seine Familie, für die Pädagogen, Pädagoginnen, die in den pädagogischen Prozessen wirken, aber auch für die Organisation. Denn nur in einer Organisation, die selber in Lernprozessen auch sich weiterentwickelt, sich ressourcenorientiert weiterentwickelt, kann letztendlich Begabungsförderung gelingen.
Und dieses Miteinanderdenken dieser verschiedenen Ebenen aus der Perspektive des Kindes heraus, ich glaube, das war der Kerngedanke, mit dem wir herangegangen sind an dieses Modell. Und dann haben wir uns in weiteren Schritten gefragt, was heißt das eigentlich, wenn wir uns die Familie genauer anschauen, die eine ganz wichtige Funktion natürlich für das Kind hat. Welche Begabungsförderung kann so eine Familie sozusagen unterstützen? Wie können wir die Familie unterstützen, auch da begabungsfördernd zu sein? Welche Funktionen hat die Organisation? Wie muss eine Organisation unterstützt werden, auch in ihrer eigenen Lernkultur, um wiederum begabungsfördernd zu sein? Und dieses Springen auf den verschiedenen Perspektiven heraus, ich glaube, das ist das, was es spannend macht, hoffen wir zumindest in unserem Modell, und wo wir eben auch dieses Querdenken ein bisschen ermöglichen wollen. Kita und Schule, das ist ja die nächste Innovation in diesem Programm, sind hier als gemeinsame Zielgruppe genannt. Frau Esser, Sie sind Grundschullehrerin und haben auch Lehrkräfte aus- und weitergebildet. Aus Ihrer Sicht, Erzieherin und Grundschullehrkräfte, sind das nicht eigentlich zwei Paar Schuhe? Passt das zusammen? Das passt sehr gut zusammen und auch aus der Praxis wissen wir mittlerweile und natürlich aus den Fort- und Weiterbildungen, dass es schon längst fällig ist, sozusagen pädagogische Fachkräfte für den Elementar- und Primarbereich auch zu denken und gemeinsam zu denken. Genau das bietet dieses Programm an. Und auch das Thema Übergang zwischen Kindertagesstätte und Grundschule ist ein ganz wesentliches. Wir haben an den Übergängen die meisten Einbrüche bei den Bildungsbiografien der Kinder. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir gucken, müssen eigentlich die Kinder den Übergang gestalten oder schaffen wir es vorher praktisch auf Augenhöhe so zu kooperieren, voneinander zu lernen und gemeinsam Lernkontexte zu gestalten, sodass nicht mehr die Kinder über eine Brücke gehen müssen oder in ein nächstes System springen, wenn es zum Beispiel um entwicklungsgerechte Einschulungen geht, sondern können wir als Pädagogen gemeinsam etwas schaffen. Aber es war auch eine Herausforderung für unser Autorenteam, das kann man so sagen, denn wir mussten natürlich jahrelange Fachtermini, die sich gefestigt hatten in diesen Bereichen, auch neu überdenken. Neu definieren würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber schon umschreiben, das war gar nicht so einfach. Frau Solzbacher sagte es vorhin schon mit dem Leistungsbegriff, auch zu schauen, wie passt das in Kita und Grundschule gemeinsam, denn es ist wesentlich für eine begabungsfördernde Einrichtung, auch den Begriff der Leistung mitzudenken. Das war eine besondere Herausforderung für uns. Wir denken aber, dass auch dieser Prozess, den wir als Autorenteam gemacht haben, auch sehr interessant ist eben für die User, weil sie genau das mitverfolgen können, was sie in der Praxis auch teilweise miterleben. Frau Solzbacher, nun ist die Thematik der individuellen Förderung und die des Übergangs von der Kita zur Grundschule ja eher eine allgemeinpädagogische. Mhm. Aber hier geht es ja speziell um Begabungs- und Begabtenförderung. Ich bin Ihnen dankbar für das Stichwort individuelle Förderung, weil man sich ja fragen kann, warum Begabungsförderung so in der Diskussion ist im Moment. Das ist deshalb der Fall, weil das Thema individuelle Förderung quasi die bildungspolitische Fanfare zurzeit schlechthin ist. Und was ist individuelle Förderung anderes? Anderes als das Heben von Fähigkeitspotenzialen und Begabung. Und wir fragen in der Forschungsstelle, aber auch in unserem E-Learning-Programm, welcher Begabungsbegriff steckt eigentlich hinter individueller Förderung? Und vielleicht kann ich das an einem Beispiel deutlich machen. Sie haben eben erwähnt, es gibt hier viele Begabungsmodelle. Wir stützen uns auch auf eins, das Münchner Begabungsmodell. Das wird den Usern gleich noch erklärt. Das sich fragt oder in dem erläutert wird, wie Begabung in Leistung überführt wird. Weil eigentlich merken wir Begabung ja erst, wenn Leistung erbracht ist. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt unsere Nutzer dieses E-Learning-Programms anschauen, was brauchten sie alles, um sich hier heute vor das Programm zu setzen? Die User brauchten Motivation, Selbstmotivation, vielleicht nach einem langen Arbeitstag. Sie brauchten vielleicht Frustrationstoleranz, weil sie den Computer nicht angekriegt haben. Oder sie brauchten und werden vielleicht im Laufe unseres Programms noch Selbstberuhigungsfähigkeiten brauchen, weil sie unter Umständen mit einigen unserer Statements, die wir abgeben, gar nicht einverstanden sind. Das heißt, damit die User unseres Programms ihre Begabung
in Leistung umsetzen können, brauchen sie persönliche Kompetenzen. Wir nennen das Selbstkompetenzen. In Kita und Grundschule passiert das nicht im luftleeren Raum. Das heißt, man kann solche persönlichen Kompetenzen und Selbstkompetenzen nicht trainieren wie der Muskel eines Körpers oder wie den Muskel eines Körpers, sondern das passiert in bestimmten Lernumgebungen. Das macht dieses Münchner Begabungsmodell auch deutlich. Der Zusammenhang von persönlichen Kompetenzen und Lernumgebung. Wie müssen also Lernumgebungen in Kita und Grundschule gestaltet sein, damit sich daran auch persönliche Kompetenzen entwickeln und damit Lernen überhaupt funktioniert? Was viele Modelle heute nicht bringen, was ein bisschen aus der Pädagogik rausgekickt wurde, was wir aber gerne reaktivieren würden, auch mit Hilfe unserer Fortbildung hier, ist das Thema Beziehung. Wir glauben, dass Selbstkompetenzen am besten gelernt werden über Beziehung. Weil Lernen braucht Emotionen. Und Emotionen, das können wir von Seiten der Neurowissenschaft nachweisen und belegen, braucht Beziehung. Und das ist sozusagen die Verbindung von individueller Förderung und Begabungsförderung, nämlich unsere zentrale Frage, die wir gerne in dem E-Learning-Programm beantworten würden oder näher bringen würden, die Frage, wie wird denn eigentlich Begabung in Leistung übersetzt? Frau Welzin, können Sie diesem Anspruch denn in einem solchen E-Learning-Programm überhaupt gerecht werden? Ganz sicher nicht. Wir wollen keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Exklusivität erheben. Auch wir haben mit begrenzten Ressourcen natürlich gearbeitet an dieser Stelle. Ich glaube aber, dass dieses E-Learning-Programm auch dadurch, dass es aktualisiert werden kann, dass es sich auch fortlaufend weiterentwickeln kann, durchaus das Potenzial hat, auch hier ein Stückchen weiterzulernen und ein Stückchen weiterzugewinnen. Das ein oder andere Thema, ich denke jetzt zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund oder ähnliches, haben wir auch noch nicht so stark in den Fokus genommen. Auch hier sehe ich noch Potenziale, etwas weiterzuentwickeln und letztendlich an dieser Vollständigkeit auch weiter zu sein. Was uns wichtig war, ist einfach auch dieses Netzwerk zu generieren zwischen der Praxis und der Forschungsstelle und natürlich auch den Akteuren vor Ort, die unser E-Learning-Programm nutzen und als Userinnen auch sich, hoffen wir, stark mit einbringen an der Stelle. Um nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, mit welchem Anspruch wir dieses E-Learning-Programm konzipiert haben. Wenn wir uns wünschen, dass Kinder als selbstkompetente Lerner wahrgenommen werden, so denken wir natürlich auch, dass wir in einem sogenannten pädagogischen Doppeldecker auch unsere User als selbstkompetente Lerner sehen wollen, die eigenverantwortlich ihre Lernprozesse in die Hand nehmen, die anhand von eigenen Forscherfragen ihre Lernprozesse reflektieren. Denn wir sind überzeugt davon, dass nur so es gelingen kann, dass der Erziehungs- und Bildungsauftrag, das Kind als selbstkompetenter Lerner, auch wirklich umgesetzt werden kann. Ich danke Ihnen für diesen sehr interessanten Einblick und bin mindestens ebenso gespannt wie Sie auf die Rückmeldung und bin auch sehr gespannt, wie sich das Projekt in der Praxis weiterentwickeln wird. Ich danke Ihnen herzlich. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Dr. Ossowski. Vielen Dank.